Ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser feierlichen Auftaktveranstaltung der Deutschen Allianz Meeresforschung. Der Lebensraum Meer, so wie wir es kennen, ist massiv bedroht. Die Fischgründe, die Sauberkeit der Meere, die verantwortliche Umgehensweise mit den Ressourcen. Wie gehen wir mit unserer Umwelt, wie gehen wir mit unseren Meeren, wie gehen wir eigentlich mit unserer eigenen Zukunft um? Da ist noch eine Unmenge zu tun, aber auch Bewusstsein zu wecken, was die Meere für die Menschen wirklich bedeuten. Die Wissenschaft muss uns in die Lage versetzen, diese Krisen von Klima, Ressourcen, Artensterben zu verstehen und Antworten darauf zu finden und diese Antworten letztendlich zu transferieren in die Gesellschaft. Welche Transformation, welche Veränderung brauchen wir, aber auch in die Politik. Wir als Politik sind darauf angewiesen, wissenschaftlich fundierte Entscheidungen politisch zu treffen. Und genau dafür kann uns das DAM die Basis liefern. Für die deutsche Meeresforschung ergeben sich mit der DAM neue Möglichkeiten und Forschungsperspektiven. Erstmals und in besonderer Weise können Forschungsvorhaben über alle Einrichtungen und Förderorganisationen hinweg und durch die Wissenschaft koordiniert durchgeführt werden. Jetzt haben wir in Deutschland, gerade was Tiefseeforschung angeht, einen unglaublichen Fund aufgebaut. Und das wird gesehen international. Da werden wir drum beneidet. Ich würde mir auch wünschen, dass es durch diese Gründung eine neue Dimension entsteht, die sozusagen über die einzelnen Forschungsinstitute hinausgeht, dass eine neue Dynamik entsteht. Von der DAM erwarte ich in der Zukunft, dass sie gerade im Bereich der Forschung Antworten auf die dringendsten Zukunftsfragen liefert. Hier bedarf es aber einen engen Schulterschluss mit der Wirtschaft, der Politik und auch der Zivilgesellschaft, dass auch Akzeptanz für bestimmte Bereiche geschaffen wird. Und da sehe ich einen Vorteil in der DAM, in der Langfristigkeit, in der wirklich strategischen Ausrichtung und in diesem lösungsorientierten Forschung, was eben auch andere Disziplinen mit einbeziehen muss. Wenn es um die Meeresforschung, um die Polarforschung geht, dann müssen wir sowohl global denken wie global handeln. Das ist die eigentliche Verantwortung, die gerade die internationale Gemeinschaft der Meeres-, der Polarforscher mit hat. Was man liebt, das will man beschützen. Und wenn die DAM das schafft, dass sie sagt, das und das haben wir herausgefunden, darum ist das Meer für euch wichtig. Es gibt da noch eine Menge zu tun. Ihr könnt alle mithelfen. Tut das bitte. Wenn das funktioniert, dann haben wir auch wirklich einen riesengroßen Schritt nach vorne gemacht. Ich glaube, zur Zukunftssicherung für uns alle.